Du suchst für dich das passende Kochfeld mit integriertem Abzug? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Denn wir vergleichen verschiedene Modelle verschiedener Hersteller, unter anderem von Bosch, Miele, Bora. Und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und zu einer guten Küche gehören natürlich auch gute Elektrogeräte. Und deshalb haben wir für euch hier unser kleines Testlabor aufgebaut und wir beschäftigen uns heute mit einem doch recht umfangreichen Vergleich von Kochfeldern mit integriertem Dunstabzug. Übrigens, alle vorgestellten Kochfelder haben bereits ein eigenes Video und werden dort nochmal detailliert vorgestellt, präsentiert. Dazu findet ihr die Links über die jeweiligen Infokarten oder halt in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Vergleichsvideo geholfen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, gern unseren Kanal über das Gutsmann Küchenlogo kostenfrei abonnieren. Unseren Vergleich starten wir mit dem Franke Mythos Together. Und los geht's. Unser Kochfeld von Franke hat eine Glasfläche von 83 cm mal 52 cm. Das Ganze ohne Rahmen, kann auch flächenbündig eingebaut werden und die Einbautiefe ist 23 cm. Hier noch ein kleiner Funfact. Die 23 cm beziehen sich hauptsächlich auf die Lüftereinheit. Die Lüftereinheit sitzt mittig unter dem Kochfeld, ist 32,5 cm breit und ihr hättet rein theoretisch hier die Möglichkeit, mit einem ausgeschnittenen Schubkasten unter dem Kochfeld zu arbeiten. Solche Schubkasten kennt ihr ja schon aus dem Spülenschrank. Die Lüftereinheit sitzt mittig in der Glasfläche. Das Ganze flächenbündig. Die Abdeckung ist aus Gusseisen, kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Wir haben die Fettfilterkassette mit dem Penüppel, wo die Flüssigkeit quasi entweichen kann. Also wird zum Teil aufgefangen, kann noch entweichen, also wenn was überkocht, wenn was hier reinläuft. Und auf der Rückseite kommt man ganz gut ran, also natürlich dann von unten hat man dann hier die Auffangschale und die kann ohne Probleme, ohne Werkzeug entfernt werden, gereinigt werden. Also hier eine sehr wartungsfreundliche Variante. Metallfettfilter kann natürlich auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Das Ganze wieder einfach zusammengesetzt. Wir haben insgesamt hier 4 Induktionskochzonen mit einer separaten Steuerung. Das heißt, jede einzelne Kochzone hat einen separaten Slider. Auch unsere Lüftungseinheit hat einen separaten Slider. Kochfeld ist ganz klassisch ausgestattet mit einem Kurzzeitwecker, mit einer Pausefunktion. Und wie das Ganze funktioniert, da haben wir was vorbereitet. Und zwar haben wir hier einen Bräter, der etwas flacher ist und noch einen etwas höheren Topf. Ja, unser Kochfeld können wir natürlich über die Power-Taste aktivieren. Dann gibt uns schon die Topferkennung die Rückmeldung, dass auf diesen 2 Kochzonen was steht. Und da wir einen Bräter haben, werden wir auch diese beiden Kochzonen miteinander verbinden, dass wir die Bedienung nur noch über einen Slider haben. Hierbei fällt auf, dass jede Zone ihren eigenen Slider hat. Die Slider sind aufgedruckt. Also wir bedienen nicht über die Unterleuchtung der Anzeige, sondern wir gehen hier direkt über den Aufdruck, hat man nochmal eine haptische Rückmeldung. Jede Induktionszone hat nochmal 3 festgelegte Temperaturbereiche und die Topferkennung zeigt uns halt an, das sieht man jetzt auf der rechten Seite wunderbar, wo der Topf steht, welcher Slider dafür angedacht ist oder halt auch das kleine Piktogramm unter dem Slider verrät uns, für welche Zone der Slider ist. Ja, ihr habt jetzt schon gemerkt, wir haben unser Induktionskochfeld aktiviert und die Lüftung hat sich automatisch mit eingeschaltet und wir werden jetzt einfach die Leistung des Kochfeldes einfach mal nach oben nehmen und ihr seht aktuell, die Lüftung passt sich gleich automatisch mit an, damit natürlich auch hier der Luftstrom erzeugt werden kann. Ja, was jetzt noch an technischen Daten fehlt, ist ganz einfach der Fettabschaltegrad, weil wir ja gerade bei der Lüftung sind. Hier haben wir
Fettanscheide kann. B, das werden wir im Laufe des Videos noch sehen, geht bei anderen Herstellern besser. Und wir haben hier eine einen maximalen Luftstrom von 700 Kubik die Stunde. Und wir werden jetzt gleich nochmal die Geräusche hier prüfen. Denn der Hersteller verspricht uns, dass wir mit 65 dB einen hier für diese Modelle durchschnittlichen Lautstärkepegel haben. Ja, jetzt sieht man schon, wie der Phrasen hier abgesaugt wird. Und wir regeln jetzt manuell, weil neben der automatischen Steuerung können wir natürlich manuell eingreifen, auf die Stufe 8. Insgesamt hat der Lüfter 8 Stufen, das Induktionskochfeld hat 9 Stufen, also Induktionskochzonen, zusätzlich zu den 9 Stufen noch eine Boosterfunktion und der Lüfter hat auch noch 2 Intensivstufen. So, ja, unser dB-Messgerät einschalten. Ich halte es mal, kenne ja schon aus einem anderen Video, in Kopfhöhe. Da ich etwas größer bin, werden wir wahrscheinlich hier etwas leiser sein. Also wir haben hier auf der Stufe 8 nur eine Lautstärke von 60, 61 dB. So, während wir jetzt hier unseren Breeder runtergeregelt haben, schauen wir nochmal, wie das hier mit dem etwas höheren Topf aussieht. Den werden wir jetzt auch nochmal kurz hochheizen und schauen, wie sich hier die Absaugung schlägt. Natürlich bei höheren Töpfen kennt ihr ja, entweder hat man schon Deckel, die geöffnet sind zum Abzug, oder man setzt dann klassisch hier den Kochlöffel an und setzt dann die Topfstürze auf, so dass der Phrasen da entweichen kann. Wir testen das jetzt ganz einfach mal ohne Deckel. Ja, Franke gibt uns hier demzufolge einen soliden Muldenlüfter mit einer intuitiven Bedienung. Die Ausstattung vom Kochfeld ist klassisch plus pro Kochzone die einzelnen Slider und die 3 Temperaturstufen. Einziges Manko, das wie gesagt geht heute schon anders, ist die geführte Umluft, die uns hier an der Stelle etwas Stauraum nimmt. Und somit kommen wir schon zu Kochfeld Nummer 2. Nächster Testkandidat ist das PXX895D66E aus dem Hause von Bosch. Ist ein Kochfeld, ein Muldenlüfter, aufliegend. Den gibt es natürlich auch mit einer anderen Typenbezeichnung für den flächenbündigen Einbau. Und dieses Modell ist natürlich dann auch passend baugleich mit den Modellen von Siemens und von Neff. Also sprich aus der BSH-Gruppe. Das Kochfeld selber ist 81,6 x 52,7 cm und hat eine Einbautiefe von 22,3. Im Vergleich zu dem Franke-Kochfeld sehen wir, dass der Unterbau, die Lüftereinheit deutlich breiter ist. Also hier definitiv kein Schubkasten möglich in keiner Art und Weise, sondern hier geht das Ganze nur mit einer Bedienblende. Ja, und dann immer die Frage, was passiert, wenn was überkocht, wo gehen die Flüssigkeiten hin? Wir haben natürlich hier, wo die mit Fettfilter verbaut sind, die Wanne, die fasst insgesamt 200 Milliliter und das Kochfeld selber hat auch nochmal eine entsprechende Auffangwanne in der Lüftereinheit integriert, die fasst dann 700 Milliliter und zusammen sind das Ganze 900 Milliliter Fassungsvermögen und man kommt von unten ran, kann das Ganze dann auch entleeren und säubern. Ja, wir hier das Auflagekochfeld. Das Kochfeld selber ist meiner Meinung nach in unserem Test das best ausgestattete Kochfeld, denn ihr habt neben dem Bratsensor auf beiden Seiten auch noch die Möglichkeit, hier mit einem Kochsensor zu arbeiten. Wie das Ganze funktioniert, dann natürlich in dem ausführlichen Video zu diesem Kochfeld. Das findet ihr oben in der Infokarte oder in der Videobeschreibung. Ja, und dann würde ich sagen, holen wir die Töpfe und starten. Ja, auch dieses Kochfeld wird über die Power-Taste aktiviert. Hier jetzt eine unterleuchtete Bedienung, somit im ausgeschalteten Zustand eine puristischere Optik. Und wir haben hier keine separaten Slider für jede Kochzone, sondern wir haben einen zentralen Slider. Und das heißt, wir müssen immer erst die jeweilige Kochzone auswählen. Und wir können hier unsere Kochzone auch miteinander verbinden. Das werden wir jetzt auch gleich tun für unseren Breeder. Und dann werden wir das Ganze hier auch schon mal an der Stelle mit aktivieren.
und hier wieder das Ganze zum Köcheln bringen. Ja, Ausstattung vom Kochfeld selber, klar, Automatik, dann, also passt sich genauso wie beim Franke, Kochfeld entsprechend der Phrasenentwicklung bzw. der eingestellten Stufe, passt sich der Lüfter an. Wir haben genauso hier eine Nachlaufautomatik in zwei unterschiedlichen Stufen. Unser Kochfeld, unser Slider auch 9 Stufen plus die Boost-Funktion. Wir haben hier 3 Zeiteinstellungen, auch die habe ich im separaten Video nochmal einzeln erklärt. Und wir können dieses Kochfeld natürlich auch über die Home Connect App mit unserem Smartphone, Mobilgeräten verbinden bzw. in unsere Hausautomation mit integrieren. Ja, wir bringen das Ganze jetzt einfach zum Köcheln. Schauen mal, wie hier der Lüfter reagiert, wie das Ganze hier der Phrasen abgesaugt wird. Und vom Fettfilter her, auch hier haben wir eine Fettfiltereffizienz der Stufe B. Der Lüfter selber ist etwas schwächer als der von Franke, denn wir haben hier eine maximale Leistung, Lüfterleistung von 615 Kubikmeter die Stunde. Da wir, wie bereits erwähnt, die Aktivkohlefilter im Gerät integriert haben, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze als ungeführte Umluft zu verbauen oder halt, wenn ihr das wünscht, dann halt mit einer geführten Umluft. Die Kanäle für die geführte Umluft oder dann halt auch für die Abluft könnt ihr direkt bei Bosch mitbeziehen oder ihr entscheidet euch für die Kanäle der Firma Naber, denn die haben die gleichen Durchmesser. Das Ganze über Flachkanal ausgeführt und wir geben jetzt mal hier ein bisschen mehr Gas, also Power. In unserem Breder köchelt, jetzt sieht man natürlich auch schön an der Blasenbildung die Flex-Induktion. Kleiner Funfact am Rande, ihr bekommt mittlerweile von Bosch, Siemens auch das passende Kochgeschirr speziell auf diese Kochzonen abgestimmt, von der Größe. Und was jetzt schon im Vergleich zum Franke auffällt, ist, dass die Lüfterleistung des Kochfeldes geringer ist, dass die ein oder andere Phrasenschwarte nach oben geht, nicht eingefangen wird und der Lüfter auch gefühlsmäßig ein Ticken lauter ist als der Franke. Aber das werden wir gleich nochmal mit unserem Dezibelmesser nachprüfen. Und dann werden wir auch nochmal schauen, wie die Intensität ist am Ausgang des Kochfeldes. Denn ich vermute, dass wenn wir an der Ansaugung schon weniger Leistung haben, dass wir das natürlich auch am Ausgang hier sehen werden. So, wir werden jetzt unseren Breter, der jetzt halt hier wirklich schön gleichmäßig köchelt, werden wir runterfahren und dann schauen wir uns das Ganze mal mit dem etwas höheren Topf an. Ja, unser hoher Topf köchelt. Und Lüfter haben wir auf derselben Stufe wie bei unserem Breter. Unser Topf ca. 15 cm hoch und wir sehen schon, dass hier unser Abzug doch arg zu tun hat, das alles einzufangen. Und hier wirklich definitiv die Empfehlung, mit Deckel angekippt zu arbeiten oder halt mit Deckeln, die bereits eine Öffnung haben. Und wir können ja nochmal die Leistung hochnehmen. Aber man sieht schon auch mit höherer Leistung, dass hier wirklich die ein oder andere Schwabe nach oben geht und wir hier an der Stelle merken, dass wir einen hier schwächeren Lüfter haben. Jetzt kann man nochmal, was uns hier das Messgerät sagt. Ja, also auf der Leistungsstufe 9, also was die höchste Normalstufe ist, bewegen wir uns jetzt hier bei 61 dB, also dann sind wir auf der Boost-Stufe bei der Lüftung und bewegen uns um die 63 dB, wie gesagt in meiner Kopfhöhe und wir haben ja auch hier ganz andere Bedingungen, da wir natürlich hier alles offen haben, haben eine ganz andere Geräuschkulisse, aber trotzdem sind wir auch hier bei diesem Muldenlüfter unter den Werksangaben. Ja, und jetzt sehen wir schon hier, dass mit mehr Köcheln auch hier in unserem Topf, das mit der höheren Topfvariante eher mäßig funktioniert. Kurze Zusammenfassung. Wir haben hier ein Kochfeld, welches meiner Meinung nach in unserem Test das best ausgestattete Kochfeld ist. Aber wir haben hier von der Lüftung her wirklich ja, ein Mittelklassegerät, also kein Topgerät.
Und das ist das, was ich auch schon immer mit sagte und euch mit auf den Weg gebe. Ihr müsst entscheiden, wollt ihr einen Muldenlüfter, wo das Kochfeld richtig top ist, oder wollt ihr einen Muldenlüfter, wo die Absaugung richtig top ist? Denn meiner Meinung nach hier in diesem Bereich, in diesem Feld, wo wir uns jetzt aktuell mit diesen Geräten bewegen, gibt es kein Gerät, was beides top kann. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Somit weiter zu Testkandidat Nummer 3. Muldenlüfter Nummer 3 hier aus dem Hause AEG. Und zwar haben wir die Variante mit Flexibridge und ungeführter Umluft. Warum erwähne ich das jetzt so genau? Weil AEG gibt hier mehrere Varianten eines Kochfeldes. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, die Variante mit der Flexibridge und umlaufenden Edelstahlrahmen. Das Ganze bekommt ihr natürlich auch für den flächenbündigen Einbau ohne Edelstahlrahmen. Könnt ihr natürlich auch aufliegend montieren oder die Variante mit den matt schwarz lackierten Seitenteilen. Diese drei optischen Varianten gibt es und dann natürlich dann noch die Unterscheidung in ungeführte Umluft und teilgeführte Umluft. Das Kochfeld mit Edelstahlrahmen misst 79,6 mal 51,6 und hat eine Einbautiefe von 21,5 cm und ist damit von den bisher gezeigten das niedrigste. Aber auch hier wieder wie beim Bosch nur mit einer festen Möbelblende möglich. Wie ist das Kochfeld aufgebaut? Klar, wir haben wieder hier unsere vier Induktionskochzonen, auch hier wie beim Bosch als Flex ausgeführt. Wir haben hier bei AEG nennt sich das Flexibridge. Das Ganze auch wieder in der flächenbündigen Variante. Hier jetzt auch wieder eine Metallabdeckung. Hier verbirgt sich dann unsere Kassette mit den Filtern. Hier die Besonderheit, dass wir hier kombinierte Metallfettfilter mit Aktivkohle haben. Also das ist alles direkt hier in den Filtern integriert. Das Ganze auch spülmaschinen geeignet und wird dann auch wieder hier einfach nur eingesetzt. Abdeckung drüber, also auch hier sehr wartungsfreundlich. Ja, von der Ausstattung her, das schauen wir uns gleich wieder im praktischen Beispiel an. Ansonsten, der Lüfter ist von den bisher gezeigten der schwächste in der Runde, denn wir haben hier eine Lüfterleistung von nur 580, 590 Kubikmeter die Stunde. Aber wir werden es dann gleich nochmal sehen und das werden wir auch später bei einem anderen Kochfeld nochmal sehen, ist ja nicht entscheidend die Lüfterleistung, sondern wie wird die Luft geführt. Da empfehle ich euch übrigens ein Video, was wir vor ein, zwei Jahren gedreht haben, und zwar bei Naber. Da waren wir im Versuchslabor von den Lüftungskanälen und da haben wir euch gezeigt, wie sich die Luft in verschiedenen Kanälen verhält und was der ein oder andere Rückstau verursacht. An Lautstärke und natürlich an Leistungsverlust. So, also wir kommen jetzt beim AEG-Kochfeld zum praktischen Teil. Dazu brauchen wir wieder unsere Töpfe. Die haben wir schon mal hier vorbereitet. Wir setzen unseren großen wieder rechts hinten und unseren Breter setzen wir hier vorne auf. Ja, wir haben hier auffällig die komplette Bedienung in die Mitte gerückt und jede einzelne Kochzone hat ihren eigenen Slider, ihren eigenen Kurzzeitwecker. Und dann haben wir hier nochmal die Bedienung für die Lüftereinheit. Und da sehen wir schon den Unterschied zu den anderen Muldenlüftern. Wir haben hier nur drei Leistungsstufen und die Intensivstufe. Das Ganze natürlich auch wieder auf Automatik gestellt. Und wir können auch hier wieder alles miteinander kombinieren. Das habe ich jetzt auch gemacht, dass wir hier unsere Zonen gebrückt haben. Die behalten wir uns noch vor und dann schauen wir mal, wie sich das Kochfeld hier verhält. Ja, während wir jetzt hier das Wasser zum Köcheln bringen in unseren Breter, kann ich noch mal kurz eingehen auf das Kochfeld, denn wir haben hier noch mal einen Unterschied zu dem Bosch und dem Franke Kochfeld, denn
Wir haben hier die komplette Länge der Glasfläche als Kochfläche zur Verfügung, weil halt die Bedienung in die Mitte gerückt ist. Vom Kochfeld her selber, wie gesagt, ich habe gesagt, wir haben vier einzelne Slider. Jetzt fängt es langsam an hier zu köcheln. Und wir können durch die Bridge-Funktion bzw. die Flexi-Bridge-Funktion können wir die Kochfelder flexibel steuern und haben auch ähnlich wie beim Bosch hier die Schiebefunktion. Pausenfunktion natürlich ganz klassisch, Kindersicherung. Also wir können hier ganz normal wie mit jedem anderen Induktionskochfeld auch arbeiten. Ja, unser Lüfter läuft aktuell auf der Stufe 2. Macht es Sinn, dass wir hier die Leistung auch ein Stück weit anheben und schauen einfach mal, wie sich der Phrasen verhält und sehen, dass hier über den Rand des Bräters gut abgesaugt wird. Der ein oder andere Schwaden vertut sich, wird aber trotzdem noch im etwas höheren Bereich mit eingefangen und nach unten gezogen. Und man sieht auch hier im Bräter die Flexi-Bridge quasi, dass wir wie beim Bosch eine einheitliche Bläschenbildung haben. Unser Lüfter bzw. der Hersteller AEG sagt in seinen Herstellerangaben, dass wir hier mit einer Lautstärke von 54 dB arbeiten in der Normalstufe und dass wir hier in der Maximalstufe 70 dB haben. Das werden wir jetzt natürlich auch wie bei den anderen Kochfeldern einfach nochmal überprüfen. Ich halte es wieder an meinen Kopf. Ja, hier sind wir jetzt bei circa 57 dB, aber gefühlt vom Ohr her, vom Schall her, vom Geräusch ist es angenehmer als bei den anderen Lüftern und fühlt sich leiser an, obwohl es etwas lauter ist als die Werksangabe, aber trotzdem leiser als die beiden anderen Geräte. So, dann gehen wir nochmal auf die Intensivstufe. Ja, bei der Intensivstufe sind wir jetzt weit von den 70 dB weg. Unser dB-Messgerät zeigt hier nur 62 bis 63 dB an. So, was fehlt noch? Klar, wir brauchen noch unseren hohen Topf und schauen, wie sich der Lüfter hier schlägt. Also den runter regeln, den hoch und Lüfter auch erstmal wieder runter revidieren. Und auch hier ganz klar die Empfehlung, wie beim Bosch, dass wir bei hohen Töpfen mit Kochlöffel und Stürze oder halt mit dem Kochtopfdeckel, der die Aussparung hat, für die Lüftereinheit zu arbeiten, damit das Ganze auch hier wirklich gut und effektiv funktioniert. Ja, dann regeln wir das Ganze wieder runter. Und apropos Effektivität, der Metallfettfilter mit der Aktivkohle hat einen Wirkungsgrad der Effizienzklasse B, also reiht sich hier in die anderen zwei Muldenlüfter mit ein. Und wir haben auch hier wieder ein Gerät, was dem Kochvergnügen vom Kochfeld her nichts im Wege steht. Im Gegenteil, wir haben extrem große Kochzonen. Wir können die komplette Fläche nutzen. Wir haben separate Bedienung pro einzelner Kochzone. Und der Lüfter ist gut, aber noch nicht sehr gut. Und somit kommen wir jetzt zu Muldenlüfter Nummer 4. Testkandidat Nummer 4 ist ein Miele Muldenlüfter. Und zwar haben wir hier den KMDA 7476. Es wird natürlich der ein oder andere sagen, ja, wir sind ja gerade im Generationswechsel zum KMDA 7676. Wir haben jetzt hier das 7476. Ich werde auf die ein oder anderen Unterschiede einfach nochmal eingehen. So, Kochfeld selber ist 80 x 52 cm. Das KMDA 7476 hat eine Einbautiefe von 20 cm und das 7676 hat eine Einbautiefe von 23,8 cm. Also damit habt ihr ja schon den ersten Unterschied. Also das neue Kochfeld ist einfach tiefer, liegt daran, dass wir einen geänderten oder komplett geänderten Unterbau haben. Ja, auf der Oberfläche bei uns flächenbündig, bei dem neuen Kochfeld natürlich auch. Bei dem neuen Kochfeld dann der Mittelteil, die Abdeckung dann komplett in Schwarz. Die nehmen wir auch mal raus. Eine Kunststoff-Metallabdeckung in unserem Fall. Und dann haben wir hier die Auffangwanne mit den Metallfettfiltern. Miele typisch, 10-fach.
die Metallfettfilter. Die Kassette kann natürlich im Geschirrspüler gereinigt werden. Und wir haben hier ein Kochfeld mit einem Fettabscheidegrad A. Dafür ist die Lüfterleistung selber in dem Falle sehr niedrig im Vergleich zu den anderen, denn wir haben hier beim KMDA 7476 eine Leistung von 530 Kubik und beim 7676 dann nur noch von 510 Kubik. Und wie sich das schlägt, werden wir uns gleich anschauen. Wir haben hier insgesamt wieder 4 Induktionskochzonen. Wir haben in dem Falle eine zentrale Steuerung. Hier der nächste Unterschied beim 7476 noch die alte gelbe Unterleuchtung, beim 7676 dann schon die weiße Bedienung. Wie beim AEG-Kochfeld wird auch hier mit den Kochzonen die Glasfläche voll ausgenutzt. Und ja, wir holen unseren Bräter, unseren Kochtopf und schauen, wie sich das Kochfeld praktisch schlägt. Ja, das Wasser in unserem Bräter haben wir jetzt zum Köcheln gebracht. Deutlich zu sehen an der Bläschenbildung, dass wir hier wie beim Franke 2 große Spulen haben, also nicht die Flexinduktion, sondern wirklich nur die Puttenfunktion. Und wir haben den Lüfter einfach nochmal in der Stufe hochgenommen, damit der Phrasen zuverlässig abgesaugt wird, denn beim Köcheln in der automatischen Steuerung Stufe 2 war zu wenig, da ist einfach zu viel Phrasen entwichen. In der Stufe 3 funktioniert es jetzt zuverlässig. Jetzt haben wir auch unseren höheren Topf hier zum Köcheln gebracht und wir sehen, wir haben Leistungsstufe 3, der Phrasen wandert wunderbar nach oben, es wird nur minimal nach unten abgesaugt, auch hier muss unbedingt mit der Stürze gearbeitet werden. Und wir werden jetzt zum Vergleich einfach nochmal den Lüfter auf die Boost-Funktion umstellen und sehen, wie hier jetzt der Phrasen abgesaugt wird. Natürlich deutlich lauter. Meines Empfindens nach haben wir jetzt hier das lauteste Gerät in unserem Vergleich bis dato. Wir haben ja noch ein Gerät, aber auch in der Boost-Funktion wandert einfach meiner Meinung nach zu viel Phrasen in den Raum. Jetzt wieder Dezibel-Test wie bei den anderen Geräten. Wir schauen, wie laut das Gerät ist oder tatsächlich ist. Beginn Stufe 1, also sprich mit der niedrigsten Stufe, sind wir glatt bei 43 dB. Wieder hier in Kopfhöhe das Ganze. Dann gehen wir mal auf die höchste Normalstufe, wie wir es bei den anderen Geräten auch hatten. Da bewegen wir uns zwischen 64 und 65 dB. Und zur Vollständigkeit halber nochmal die Boost-Funktion. Bei der Boost-Funktion sind wir jetzt bei 68 dB gelandet. Ja, von der Bedienung her, das hatte ich jetzt noch nicht erwähnt, habt das ja gesehen, wir haben hier mittig die Bedienung angeordnet und wir haben einen zentralen Slider, also sprich, wir dürfen wie beim Bosch-Gerät immer die jeweiligen Kochzonen auswählen und können dann die Stufen einstellen und können dann halt auch switchen auf den Lüfter, beziehungsweise die Lüftereinstellung, diese dann auch hier ähnlich wie beim AEG von 1 bis 3 und die Boost-Stufe. Was jetzt generell aufgefallen ist, bisher bei den ersten 4 Geräten, dass ihr natürlich, wenn ihr euch für ein Gerät entscheidet und ihr die Möglichkeit habt, testet die Geräte mit euren Töpfen, mit eurem Kochgeschirr, denn die Topferkennung macht bei dem ein oder anderen Topf wirklich Geräusche, die auch störend sein können. Also hier die Empfehlung, einfach, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit eurem Kochgeschirr die Geräte entsprechend testen. Ja, apropos Test, wir haben noch ein Gerät für euch und somit kommen wir jetzt zum Bora Empio. Das Bora Empio misst 76 cm mal 51,5 cm und hat eine Einbautiefe von 19,9 cm und ist somit in unserem Vergleich das flachste Kochfeld mit integriertem Abzug. Bei allen anderen Kochfeldern haben wir jetzt gesehen, war immer eine rechteckige Absaugung, bei Bora die typische runde Absaugung. Hier nochmal wichtig zu erwähnen, dass die Bora-Luftführung laminar stattfindet, also dass hier
so wenig wie möglich, bis gar keine Luftverwirbelung und Luftstau fabriziert wird. Und somit braucht das Kochfeld relativ wenig Leistung im Vergleich und ist damit auch wesentlich leiser. Aber dazu kommen wir später nochmal genauer. Das Boha X-Pure hatten wir euch ja schon mal in einem separaten Video vorgestellt. Das findet ihr oben über die Infokarte bzw. in der Videobeschreibung. Das M-Pure ist etwas abgespeckt. Wir haben nur noch hier die sogenannte Flexzone, was aber nur eine Brückenfunktion hat. Also wir haben hier zwei klassische Induktionszonen, aber auch hier, wie bei den beiden Vorgängern schon erwähnt, wird die komplette Fläche ausgenutzt. Und auf der linken Seite haben wir zwei klassische Induktionskochzonen. Das ist dann der Unterschied zum X-Pure und halt auch die Bedienung, die ist hier komplett in weiß gehalten. Ja, und dann schauen wir mal hier in das Kochfeld rein. Klar, wir haben hier eine Abdeckung, wie bei jedem anderen Kochfeld auch. In dem Falle, wie gesagt, rund. Und die Besonderheit, die bekommt ihr natürlich auch in verschiedenen Farben, wenn ihr das möchtet. Und dann ist hier der Metallfettfilter, der natürlich auch in die Spülmaschine passt. Und auch hier nochmal die Empfehlung, wie gesagt, gerne immer mit einem zweiten dazu bestellen. Gilt natürlich auch für andere Kochfelder, denn wenn ihr fertig seid mit Kochen, einfach entnehmen, in die Spülmaschine packen, den frischen aus dem Schrank holen, einsetzen und ihr könnt dann wieder loskochen, wenn ihr auch dann wollt und müsst nicht warten, bis die Spülmaschine fertig ist oder müsstet dann mit dem verschmutzten Fettfilter weiterkochen. Dann haben wir hier die Variante Umluft. Das Ganze gibt es natürlich auch noch mit der Abluftvariante. Und in der Umluftvariante, seht ihr ja schon, ist dann hier der Aktivkohlefilter, den man von dieser Seite dann natürlich entnehmen und halt auch wieder einführen kann. Den sollte man in der Regel alle 12 Monate wechseln, je nach Kochverhalten natürlich. Und dann setzt man das Ganze wieder zusammen, denn wir wollen natürlich auch sehen, wie das Ganze praktisch funktioniert. Die Lüfterleistung unseres Kochfelds beträgt 565 Kubikmeter pro Stunde und ja, die maximale Leistung in der Boost-Funktion liegt dann bei rund 620 Kubikmeter pro Stunde. Und der Metallfettfilter hat einen Fettabscheidegrad A und somit teilt sich in dieser Kategorie das Boha-Kochfeld mit dem Miele-Kochfeld den Platz 1. Ja, dann schauen wir einfach mal, was hier der Phrasen macht. Ich habe jetzt hier die Leistungsstufe 7 von 9 beim Breter. Das siedet so vor sich hin, das Ganze. Der Phrasen wird kontinuierlich abgesaugt, wie es natürlich üblich ist bei einem Muldenlüfter, dass wenn ihr euch hinter dem Kochfeld, vor dem Kochfeld bewegt, reißt der Luftstrom ab. Es geht mal was nach oben, aber ansonsten wird das Ganze hier konsequent nach unten abgesaugt. Und ich habe auch hier bei der Lüftung die Leistungsstufe 7, also ich habe noch die 8 und die 9 plus die Boosterfunktion. Ja, während der große Topf jetzt hochheizt, kann ich euch noch ein kleines oder beziehungsweise in meiner Sicht ein großes Novum der Boha-Kochfelder berichten bzw. näher bringen. Denn wenn ihr einen Muldenlüfter verbaut, wenn ihr eine Küchenzeile habt mit darüber liegenden Hängeschränken und vielleicht noch daneben einen Hochschrank, müsst ihr beachten, dass ihr ausreichend Luftzufuhr gewährt, damit der Lüfter seine volle Effektivität ausfalten kann. Und ja, Boha ist aktuell der einzige Hersteller, der mit relativ wenigen Abständen klarkommt. Und zwar könnt ihr bei Boha einen Abstand zum Hängeschrank von nur 48 cm gewähren und einen seitlichen Abstand zu den Hochschränken von nur 30 cm. Bei anderen Herstellern ist es so, dass ihr dort einen Mindestabstand zu den Hängeschränken von 60 cm und mehr braucht und auch zur Seite einfach mehr Volumen dem Lüfter geben müsst. Inzwischen ist unser Topf jetzt auch das Wasser am Sieden. Der Phrasen steigt auf und wird auch hier kontinuierlich nach unten abgesaugt, trotz des höheren Topfes. Und da haben wir auch nochmal einen Unterschied zu den anderen Kochfeldern hier im Vergleich.
ohne dass wir jetzt hier die Leistung schon mal angehoben haben, aber trotzdem auch hier die Empfehlung, bei einer entsprechenden Topfhöhe dann mit Deckel zu arbeiten. Was fehlt noch? Klar, wir brauchen noch unser BB-Messgerät, denn wir wollen ja noch schauen, ob das Gerät auch so leise ist, wie es der Hersteller verspricht. Ich halte das Ganze wieder in Ohrhöhe. Wir haben jetzt die höchste Normalstufe, Stufe 9. Und dann schauen wir mal, wo wir hier landen. Wir schwanken zwischen 59,8 und 60,2 Dezibel. Und jetzt gehen wir nochmal in die Powerstufe. In der Powerstufe bewegen wir uns zwischen 62 und 63 dB. So, abgelegt. Jetzt fahren wir wieder alles runter. Auch das Koffer hat natürlich einen automatischen Nachlauf. Beim Boha M-Pure würde ich persönlich mich immer für das Boha X-Pure entscheiden, weil der Preisunterschied zum X-Pure ist nicht mehr ganz so hoch. Die Leistung natürlich identisch bzw. gleich. Und ja, Fazit von dem Gesamtvergleich bei dem Thema Topferkennung. Bosch und Boha haben da die Nase vorn, waren die Geräte, die am leisesten waren. Dann, wie gesagt, Lüfter habt ihr ja direkt gesehen. Und ja, wie ich eigentlich schon immer sagte, es kommt darauf an, es gibt nicht das beste oder das einzig wahre Kochfeld mit integriertem Abzug, sondern es kommt darauf an, wo ihr eure Priorität legt. Legt ihr die auf das Kochfeld, auf die Funktion des Kochfeldes, auf die Bedienung des Kochfeldes, legt ihr den Wert auf die Lüftung und wo wird das Kochfeld eingebaut? Das hatte ich euch ja beim Boha M-Pure erklärt, worauf ihr da achten müsst, beziehungsweise was das Kochfeld an der Stelle leistet, wenn ihr das Ganze in eine Zeile integriert, wo das Kochfeld mit Schränken mehr oder weniger umbaut ist. Und wenn jetzt die Lüftung eure Priorität ist, habt ihr das ja mit jetzt live erlebt. Also Thema Fettabscheidung hat Miele und Boha die Nase vorn mit Fettabscheidegrad A. Bei den Geräuschen habt ihr auch gesehen, dass die Werksangaben trotz unserer offenen Gestaltung unterboten wurden, also auch nicht übertroffen wurden, sondern die Geräte leiser sind als wie die Werksangaben. Und hier auch nicht immer die Angabe entscheiden, sondern auch das persönliche Empfinden. Denn das haben wir für uns auch wahrgenommen, dass natürlich die Angaben oder die gemessenen Werte nicht den empfundenen Werten entsprechen, sondern dass man das persönlich auch ganz anders wahrnimmt, weil natürlich die Geräusche und die Frequenzen andere sind und die natürlich auf jeden anders wirken. Also hier schaut und guckt, wie ihr das Ganze für euch prüfen und testen könnt, welches Kochfeld dann für euch das passende ist. Mit diesem Video habt ihr jetzt einen Überblick über einen praktischen Überblick über 5 Kochfelder mit integrierten Abzug bekommen und weitere Technikvideos empfehle ich euch über den Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchenlogo und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.